Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg lud am 12. September ihre Mitglieder zum 9. Mitteldeutschen Exporttag. Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Hauptgeschäftsführer der IHK, Wolfgang Merz. Gegenstand des Forums waren rechtliche Fragen beim Export ins Ausland. Also exportieren ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung. Man muss ganz viele Dinge beachten. Es ist wesentlich anspruchsvoller, als im Inland zu agieren. Und aus dieser Frage heraus gibt es eine Reihe von Problemen, Risiken und Chancen, die Unternehmen nutzen können. Wie es auf dem Weltmarkt überhaupt aussieht und welche Trends auf den deutschen Exporteur zukommen, darüber klärte Kevin Heidenreich auf. Neben der Entwicklung der Weltwirtschaft gilt es vor allem, sich den Risiken des Exports zu stellen. In der anschließenden Talkrunde ging es sowohl um rechtliche Probleme als auch um die Gefahren des Exporthandels, unter anderem auch um Sanktionen, Seriosität des Geschäftspartners sowie Marken- und Produktpiraterie. Der Exporthandel birgt viele Risiken, denen sich deutsche Unternehmen aber nicht alleine stellen müssen. Deutsche Unternehmen und insbesondere kleine mittelständische Unternehmen sollten sich in erster Linie an die AHKs wenden, an die Auslandshandelskammern vor Ort, denn dort haben sie nicht nur einen sehr, sehr guten Dienstleister und Berater für ihre Probleme, sondern auch ein herausragendes Netzwerk aus deutschen und lokalen Unternehmen vor Ort. Um noch einmal die einzelnen Problematiken zu vertiefen und rechtliche Risiken im Auslandsgeschäft zu minimieren, wurden auch verschiedene Workshops angeboten. Hierbei ging man auf die verschiedenen Schwerpunkte des Exporthandels ein. So unter anderem auf die Exportkontrolle, Produktpiraterie, Vertrags- und Zahlungsmodalitäten. Fazit: Der Exporthandel ist und bleibt ein wichtiger Faktor für mitteldeutsche Unternehmen, für den sich diese aber entsprechend wappnen müssen.